reagieren auf Insulito. Musiker entführt und 18-Jährige. Der Fall Bobby Insulito, feier ich, Walla, den Kanal feier ich extrem. Bobby Ann McLeod ist eine 18 Jahre alte junge Frau aus Plymouth. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrem Bruder Lee im Stadtteil Lay, einer eher verschlafenen Gegend außerhalb des Stadtzentrums. Wenn sie doch mal in die Innenstadt möchte, fährt Bobby Ann mit dem Linienbus dorthin. So auch am 20. November 2021. Oh, vor kurzem. Sie ist im Stadtzentrum mit ihrem Freund verabredet. Um kurz vor 18 Uhr verabschiedet sie sich von ihrem Vater, sagt ihm, dass sie ihn lieb hat und macht sich auf den Weg zur Bushaltestelle an der Sheepster Road. Die Haltestelle und macht sich... Was ist für Hosa? Ich weiß ja, dass das ein Symbolbild ist, Bruder. Aber warum ausgerechnet so ein Symbolbild, Bruder? Guck mal, ich achte auf wirklich die kleinsten Kleinigkeiten überhaupt. Was ist das für Hosa, Mann? Weg zur Bushaltestelle... Oha! Oha, Bruder! ...Haltestelle an der Sheepster Road. Die Haltestelle liegt nur wenige hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Doch Bobby Ann wird an diesem Abend nicht in den Linienbus einsteigen. Sie verschwindet. Und schon bald wird klar, dass Bobby Ann McLeod nie mehr nach Hause zurückkehren wird. Hey John, was ist noch? Ich feiere den Kanal, Wallan. So krass. Die Bushaltestelle Kapitel 1. Über Bobby Anns Leben ist nicht allzu viel bekannt. Aber eines scheint klar zu sein. Bobby Ann McLeod ist ein ganz normaler Teenager. Sie interessiert sich für Make-up, liebt die Musik von Bands wie 21 Pilots und Nirvana und trifft sich in ihrer Freizeit gern mit ihren Freundinnen und ihrem festen Freund. Am Abend des 20. November 2021 ist die 18-Jährige in der Innenstadt von Plymouth mit ihrem Freund verabredet. Wie üblich möchte Bobby Ann mit dem Bus dorthin fahren. Etwa anderthalb Stunden, nachdem Bobby um 18 Uhr aufgebrochen ist, schreibt ihre Mutter ihr eine Nachricht. Sie fragt, ob die Teenagerin gut in der Stadt angekommen sei. Doch sie erhält keine Antwort. Schon da beschleicht Mrs. McLeod ein ungutes Gefühl. Auch auf einen späteren Anruf reagiert Bobby Ann nicht. Später am Abend ruft Bobby Anns Freund dann bei ihren Eltern. Auch er ist in großer Sorge. Denn Bobby ist nicht wie verabredet am Treffpunkt aufgetaucht. Genau wie ihre Mutter kann er die junge Frau seit dem frühen Abend nicht mehr erreichen. Andere Freunde haben ebenfalls nichts von Bobby Ann gehört. Bobbys Eltern melden sie noch am selben Abend als vermisst. Am Tag darauf startet die Familie eine große Suchaktion. Innerhalb kürzester Zeit hängen Suchplakate mit dem Gesicht der 18-Jährigen in ganz Plymouth. An einem kleinen Pfad hinter der Bushaltestelle Sheepster Road findet man eine Spur von Bobby Ann. Ihren Tabak und ihre Kopfhörer. Beides liegt im Gras am Wegesrand, als sei es achtlos dorthin geworfen worden. Ein Zeuge gibt an, Bobby Ann am vorigen Abend tatsächlich an der Bushaltestelle gesehen zu haben. Allerdings erzählt der Busfahrer, die junge Frau sei nicht eingestiegen. Es ist also klar, Bobby Ann hat die Sheepster Road erreicht. Dort muss ihr aber etwas zugestoßen sein. Die Polizei befürchtet schnell das Schlimmste. Die 18 Jahre alte Bobby Ann McLeod könnte Opfer einer Entführung geworden sein. Shit, Digga. Hart, Mann. Jetzt 18. Die Suche, Kapitel 1. Bobby Anns Handy wird von dem Busfahrer, der am Abend ihres Verschwindens Dienst hatte, bei der Polizei abgegeben. Ein Fahrgast hatte es ihm überreicht, nachdem er das Handy an der Bushaltestelle im Gras gefunden hatte. Allerdings fand der Fahrgast das Handy um 19.15 Uhr. Er war also eine Stunde nach Bobby Ann an der Haltestelle, als sie längst verschwunden war. Als der Busfahrer am 21. November in den Nachrichten hört, dass eine junge Frau an der Sheepster Road verschwunden ist, gibt er das Handy sofort an die Polizei weiter. Das Telefon ist ausgeschaltet. Es lassen sich keine ermittlungsrelevanten Daten finden. Die Suche nach Bobby Ann McLeod geht also weiter. Bis zum Mittag des 23. November 2021. Drei Tage nach dem Verschwinden von Bobby Ann taucht ein junger Mann auf der Polizeistation von Plymouth auf. Sein Name ist Cody Eglett. Er ist 24 Jahre alt. Er gibt an, eine Aussage im vermissten Fall Bobby Ann McLeod machen zu wollen. Er sagt, er könne möglicherweise dabei helfen, die verschwundene 18-Jährige zu finden.
In Plymouth ist Cody Eklund kein Unbekannter. Er ist Gitarrist und Songwriter der lokalen Indie-Band Recruiter, die des Öfteren in Bars und Pubs in der Stadt auftritt. Polizeilich ist der damals 24-Jährige bislang allerdings nie aufgefallen. Bis er nun am Mittag des 23. November auf dem Kommissariat in Plymouth auftaucht. Okay, warte mal, das ist jetzt wahrscheinlich der Mörder, wie wir es auch gerade im Thumbnail und auch im Titel lesen können. Warum geht er zur Polizeistation und sagt, dass er bei der Suche helfen möchte? Verstehe ich nicht. Er bittet die Polizisten um eine Landkarte der Gegend. Dort zeichnet er eine Stelle unweit der Küste am Bobby Sand Beach ein. Er sagt, das sei die Stelle, an der man den Leichnam der Vermissten finden könnte. Okay. Sofort schwärmen Polizeibeamte zu der von Cody Eklund gezeigten Stelle aus. Und tatsächlich, dort findet man die Leiche einer jungen Frau. Der Fundort ist kaum mehr als 10 Kilometer von der Bushaltestelle entfernt, an der Bobby End zuletzt gesehen wurde. Scheiße. Das führt zu einer traurigen Vermutung, die sich nach der Obduktion der Leiche leider bestätigt. Sie wurde ermordet. Bei der Toten von Bobby Sand Beach handelt es sich wirklich um die 18 Jahre alte Bobby Ann. Obwohl der Leichnam unbekleidet gefunden wird, gibt es keine Hinweise auf ein Sexualverbrechen. Okay. Stattdessen weist ihr Körper schwere Verletzungen auf, insbesondere im Kopf- und Halsbereich. Cody Eklund wird sofort festgenommen. Zunächst kommt neben Eklund noch ein weiterer Mann in Untersuchungshaft. Dieser wird allerdings kurz darauf wieder freigelassen. Seine Identität wurde nie veröffentlicht. Offenbar hatte er nichts mit dem Mord an Bobby Ann McLeod zu tun. Cody gibt bereitwillig zu, die Tat ganz allein begangen zu haben. Er sagt, er habe Bobby Ann an der Bushaltestelle entführt und später am Abend ermordet. Peach. Aber komisch, Digga, wir haben nicht öfter, also wir sehen das nicht oft, dass da einfach ein Mörder zur Polizei geht und sagt, ja, da und da liegt der Leichnam. Ne? Das ist ein Peach, aber Kapitel 3? Der Prozess. Haben wir gerade Kapitel 2 übersprungen? Das Schockierendste an dem Mord an Bobby Ann ist, dass es absolut kein Motiv gibt. Es handelt sich nicht um ein Sexualverbrechen, um einen Raubmord oder eine Beziehungstat. Vor dem 20. November 2021 ist Bobby Ann ihrem Mörder noch nie begegnet. Die Anteilnahme in Plymouth ist groß. Schon bald werden an der Bushaltestelle an der Sheepster Road zahlreiche Blumen abgelegt. Zu einer Mahnwache, bei der an Bobby Ann erinnert wird, kommen hunderte Gäste. Obwohl der Täter schnell gefasst wurde, wächst die Verunsicherung in der Bevölkerung nach dem Verbrechen. I'm angry, I'm sad, I can't even put into words how I feel about the family. Being a dad myself, I just don't know how you would cope with this. Cody Eklund wird wegen des Mordes an Bobby Ann McLeod angeklagt. Familienmitglieder von Bobby Ann, darunter auch ihre Mutter Donna und ihr Bruder Lee, sind während des Prozesses anwesend. Sie sitzen auf der Zuschauerbank und werden immer wieder von ihren Emotionen überwältigt. Dennoch ist es ihnen wichtig, während des Prozesses gegen den Mörder ihrer Tochter und Schwester dabei zu sein. Die Details, die während der Gerichtsverhandlung ans Licht kommen, sind nur schwer zu ertragen. Es heißt, Cody sei von Serienmördern fasziniert gewesen, besonders von Ted Bundy. Außerdem soll er in den Wochen, in denen er selbst zum Täter wurde, immer wieder nach den Serienmördern Fred West und Ivan Milat gegoogelt haben. Laut des Gerichts hat sein Interesse an Serientätern eine Faszination mit dem Morbiden weit überschritten. Vielmehr habe er die Serienmörder als Vorbilder gesehen und ihnen nacheifern wollen. Ein Verstör... Cody denkt, sein Leben ist ein Ed, Bruder, er denkt, er ist ein störendes Bedürfnis, dem Bobby Ann McLeod schließlich zum Opfer fiel. Cody soll in den Tagen vor dem Mord an Bobby Ann mehrere Geschäfte aufgesucht und sich mit Werkzeugen wie Hammern, Brecheisen und verschiedenen Schneideinstrumenten ausgestattet haben. Digitalforensiker haben auf Codys Handy über 3000 Bilddateien sichergestellt. Die meisten von ihnen sind verstörender Natur. Sie zeigen Leichen, Tatorte und Aufnahmen von Autopsien. Der vorsitzende Richter bezeichnet Cody Eklund als eine hochgefährliche Person, die das Gefängnis bestenfalls nie wieder verlassen sollte. Bobby Ann war ein Zufallsopfer.
Die Polizei geht davon aus, dass Cody Eklund sich an dem Abend der Tat ein anderes Opfer gesucht hätte. Wir haben hier jemand, der Musik macht, der in einer Band ist, der davor gar nicht solche Motive hat, der nichts mit der Polizei zu tun hat oder sonstiges. Er ist ein ganz normaler Mensch gewesen und plötzlich switch. Deswegen passt auf euch auf, Chat. Walla Villa. Jeder läuft in seinem Leben mindestens einen Serienmörder oder allgemein einen Mörder auf der Straße entgegen. Deswegen passt auf euch auf, Chat. Hätte er Bobby N. nicht gesehen. Als er die 18-Jährige an der Bushaltestelle sah, habe er einfach registriert, dass sie alleine war und entfernte Ähnlichkeit mit seiner Ex-Freundin hatte. Das sei für Cody Grund genug gewesen, Bobby N. das Leben zu nehmen. Das Gericht stellt den Tathergang wie folgt. Gegen 18 Uhr muss Bobby N. an der Bushaltestelle angekommen sein. Nur wenige Minuten später, zwischen 18.05 Uhr und 18.15 Uhr, hat Cody Bobby N. unvermittelt angegriffen. But the fact that there was no clear motivation and Eklund has never told us why he picked on Bobby and what drove him to carry out such a sustained attack upon that lone girl who, whilst 18, looked far younger, was some distance away from being 7 stone and just slightly over 5 foot. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass ihr mit einem Hammer auf den Hinterkopf geschlagen hat. Versteht nicht, er kann nicht verstehen, warum so ein Typ einfach so ein Mädchen angreifen würde, die jünger aussieht als 18, keine 5 Meter von ihm entfernt wäre und keine Ahnung, 45 Kilo wog. Danach zerrte er Bobby N. in sein Auto und fuhr mit ihr auf den Parkplatz des Bellever Forest. Cody sagt, Bobby N. habe stark geblutet, sei aber noch bei Bewusstsein gewesen. Sie habe ihm gesagt, dass sie Angst habe. Er habe entgegnet, er habe auch Angst, weil er so etwas noch nie getan habe. Danach misshandelte er die 18-Jährige auf dem Parkplatz weiter und tötete sie schließlich dort. Es habe insgesamt 12 Schläge mit dem Hammer gebraucht, um Bobby N. zu ermorden. Mit dem Hammer. Während seiner Aussage gibt Cody Eklund zu Protokoll: Es ist nicht witzig, aber sie fing an, ein Geräusch zu machen. Und ich dachte, verdammte Scheiße, wow, ich meine, Hut ab vor ihr. Insgesamt. Ein schwaller, ekelhafter Mensch. Dauerte der Angriff über 3 Stunden. Die 18-Jährige starb schließlich, als Cody auf den Hals trat, um sie zu ersticken. Auf dem Parkplatz soll er dann Bobbys Handtasche und einige Gegenstände aus seinem Auto verbrannt haben, um Spuren zu zerstören. Dann fuhr Cody mit Bobby Anns Leichnam im Auto zum Strand, entkleidete sie und legte sie dort ab. Am nächsten Tag fuhr er nach Tamerton Folliot in Plymouth und warf den Hammer in den Fluss Tamer. So das Gericht. Der Angeklagte warf auch eine Tragetasche mit blutbefleckter Kleidung in eine nahegelegene Schrebergartensiedlung in Coombe Lane. Offenbar versuchte er, belastende Beweisstücke möglichst weit zu verstreuen. Am Abend nach dem Mord an Bobby N. ging Cody dann wieder zu seinem Alltag über. Als hätte er nichts Ungewöhnliches getan, traf er einen Freund zum Pizzaessen, ging zu einer Bandprobe und ging später am Abend mit Freunden in einen Pub. Die Bekannten von Cody erinnern sich noch, dass er in diesem Abend auffällig gut gelaunt gewesen sei. Besser als sonst. Eklund came across as being far more jolly than was normally the case. They'd not seen him being this happy, apart from when he was preparing for a gig. And he wasn't preparing for a gig. And you speak to those that are closest to him, his closest associates and friends, not one of those individuals has ever flown a red flag or said that they'd ever had any sort of previous concerns in relation to his interests or the level of risk they might have posed. Am Tag darauf, den 23. November, verließ Cody Eklund am Mittag seinen Arbeitsplatz in der Autowerkstatt. Gegen 13.30 Uhr taucht er dann bei der Polizeistation auf, um den Mord an Bobby N. zu gestehen. Offenbar lebt er ein sorgfältig geplantes Doppelleben. Mann. Niemand in seinem Umfeld konnte ahnen, dass Cody Eklund zum Mörder werden würde. Cody sagte in Befragung, die Tat sei ihm rückblickend wie ein Film oder eine Fantasie vorgekommen. Badan, ich küsse so als Augen. Hätte ein vielen anderer sie begangen. Dennoch leugnet er den Mord an der 18 Jahre alten Bobby N. nicht. Im Gegenteil, er nimmt ausdrücklich die alleinige Verantwortung auf sich. Zur Urteilsverkündung kommen so viele Freunde und Angehörige von Bobby N., dass das Gericht einen zweiten Gerichtssaal öffnen muss, damit alle Platz finden. Vor dem Gerichtsgebäude finden sich außerdem Menschen ein, die auf Plakaten und Shirts Gerechtigkeit für Bobby N. fordern.
Sei mal leise. Cody Eklund wird zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 31 Jahren verurteilt. Hat ja mehr bekommen. Als Bobby N. beerdigt wird, wird er. Aber jetzt mal ehrlich, wie wollt ihr so jemanden wieder frei auf die Erde lassen? Oder frei, wieder frei auf die Straße? Weißt du, was ich meine? Der Typ war ein, war einfach ein ganz normaler Mensch und plötzlich wurde er zum Mörder, weil er einfach Knacks hatte, Bruder, weil er einfach behindert war. Wie willst du so jemanden wieder nach 31 Jahren auf die Straße lassen? Sarg in einer Pferdekutsche zum Friedhof gefahren. An den Straßenrändern stehen Nachbarn, Bekannte und Freunde der 18-Jährigen und erweisen ihr die letzte Ehre. Viele Gäste tragen T-Shirts von Bobby Anns Lieblingsbands, um an sie zu erinnern. Während der Beerdigung wird ihre liebste Musik gespielt, darunter auch der Song Iris von der Band The Goo Goo Dolls. Die Kirche ist so voll, dass nicht alle Besucher hineinkommen können. Hunderte stehen vor dem Kirchplatz und applaudieren, als Bobby Anns Sarg wieder herausgetragen wird. Von dort macht Bobby Ann McLeod sich auf ihre letzte Reise, umgeben von den Menschen, die sie geliebt hat. Nach dem Mord an Bobby Ann wird die Politik in Plymouth aktiv. In ihrem Heimatstadtteil Layham wird ihr zu Ehren eine Parkbank aufgestellt, an der ein Schild an die 18-Jährige erinnert. Außerdem setzt sich der Stadtrat für großflächigere Kameraüberwachung ein. Der Ratsvorsitzende von Plymouth bezeichnet das als Schritt in die richtige Richtung und hofft, dass insbesondere Mädchen und Frauen sich durch diese Maßnahme sicherer fühlen. An dieser Stelle würde mich interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Also Kameraüberwachung an öffentlichen Plätzen. Safe. Gerade in Deutschland und im Zusammenhang mit Privatsphäre und Datenschutz ist das ja ein großes Diskussionsthema. Ich würde mich wirklich überkommen. Doch, also an öffentlichen Stellen, denke ich, müsste das schon ein Muss sein, Bruder. Gerade so Haltestellen und sonst was. Bin ich 100% auch der Meinung. Und Zahre diesbezüglich freuen. Und das hilft nebenbei dem Kanal noch extrem weiter. Und ein Like und ein Abo. Und aktiviert auch gerne die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr und so wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Starkes Video, also echt trauriges Video auch. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Es gibt wirklich Spaß auf dieser Erde, Bruder. Und bei ihm ist das sogar noch erschreckender, finde ich. Einfach nur, weil er plötzlich einfach aus dem Nichts damit angefangen hat, sage ich mal so. Und ja, davor ein ganz normales Leben gelebt hat und nichts, nie was mit der Polizei zu tun hat. Das finde ich um Weiten nochmal gruseliger als jemand, der schon bereits auf Kind, aus Kind aus Fehler und sonst was gemacht hat. Ja, Bruder, Walla, das ist Hardcore, Digga. Das ist Hardcore, Bruder. Mein Beileid hat auf jeden Fall an das Mädchen. Purchase your tracks today.